Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command War Noob. Mehr Spieler gegen Medoberg. Und schauen wir mal, das Flugzeug darf eingreifen. Ach ja, er hat seine ganzen Träger da natürlich noch. Ich erinnere mich lose. Die ganzen Zerstörer. Ja, das wird ja noch lustig. Aber die zweite italienische Flagge müsste wenigstens jetzt kommen. Wenn man die italienische Flotte noch hochzieht, dann können die mal ein, zwei Züge an den Flugzeugträgern sterben und dann geht es den Landeinheiten besser. Echt noch Stress? Er fährt davon, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Gut, und wir kriegen Zugang zu einem Hafen da hinten. Also wir haben einmal noch die beiden deutschen Schiffe, die oben in Finnland sind, jetzt halt ohne, dass Finnland uns helfen würde. Die können, glaube ich, noch mindestens einen Zug lang Pute rausnehmen. Habe ich das eine U-Boot doch im Jagdmodus gelassen? Ja, genau. Aber du versuchst demnächst bitte mal nach Norwegen zu entkommen. Wobei es sind so viele Zerstörer da unten. Naja, zu den Schiffen ansonsten kommen wir mal gleich ans. Ansonsten. Ich bin da drin. Das ist der Komplettheit halber regeln. Tja, und ihr versucht hier einfach weiter vorzustoßen, würde ich sagen. Also soweit man hier von vorstoßen sprechen kann mit den paar Einheiten, die da sind. Natürlich hier. Ihr kriegt, glaube ich, keine Landverbindung zu den anderen Einheiten, oder? Wenn man den Patzer jetzt ein bisschen zur Seite fahren lässt, aber das wäre eigentlich auch nicht das Wahre. Also das Chor ist auf jeden Fall so hinüber, das mag ich jetzt so nicht weiterlaufen lassen. Das erkunden schon mal feierlich die Stadt. Ja, und jetzt braucht die Versorgung hier ein Weilchen. Wird es dann im nächsten Zug prognostiziert von hier eine 6 über den Hafen? Oder von hier eine 8, 7, 6, das wäre schon ziemlich ähnlich. Naja, dann mache ich auch jedes Feld mit nach vorne, das geht. Und wo? Ach, der Ort wurde geräumt. Da war noch letzt einer drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Sonst könnten wir doch den Panzer hier mal vorläufig benutzen, um ein bisschen den von seiner Bahn abzuschneiden. Auch wenn die Einheiten da überall echt dann am Rande ihrer Versorgung agieren, wenn sie denn überhaupt noch irgendwas haben hätten. Der Kavallerist ist doch mehr oder weniger genau für sowas da. Zwei, von wo denn bitte? Ah ja, wenn man da durchzählt, dann hat er sicher zwei. Drei. Ja gut, der hat jetzt knapp nichts. Und der ist erstmal seine Bahn los, das passt schon. Du kannst dich hier ein wenig umgucken. Gehen hier und da ein bisschen außen rum. Okay, aber versorgungstechnisch gleich mal schauen, was wir mit dem HQ genau anstellen. Und hier ansonsten mal weitergehen und hoffentlich Minsk erobern.
aber nicht so viel Lust, erobert zu werden. Der, gut, der ist außer Reichweite. Wie viel? Nebenbei hatten er Erdkampf 3 fertig. Langstrecke 1. Ich glaube, an das Feld dahinter kommt eh nur der Panzer ran. Dann geht mal dahin. Auch nur ein 1-0. Dann darf die Armee mal zuerst. So kaum rauskriegen. Den Ort bräuchten wir schon bald möglichst, bevor er komplett drunter und weg belagert ist. Weil es halt auch wichtig für die Eisenbahn ist, sonst taut er halt drauf. Gut, aber die Kontrollzone will nicht verschwinden. Doch, jetzt. Sehr schön. Nämlich vielleicht doch was für da. Warte, du musst irgendwo zur Seite unauffällig. Nee, warte, du gehst einfach hier hin. Reizt nämlich doch noch alles so gerade eben und du kannst in die Stadt rein. Und du meinetwegen einfach mit voller Kraft vorrücken. Und der Kollege eigentlich auch. Denke ich. Oder wir schauen gleich nochmal. Gut. Kann man hier noch spannend dahin? Ja, gut, wenn ich dahin bringen, da, dann könnte der einen Doppelhaku aufmachen. Dann kommt doch noch was zu dem Reiter durch. Ich auch wieder alles ein paar MPP und so, aber dann gehst du dahin und du gehst dahin. Und jetzt sollte es passen. 5, 3, 2, ja. Ja, dann rennst du einfach darauf, dann sind die hier drüben leicht unterversorgt, aber Nord und Mitte, sage ich mal, sind ja auch nur sekundär. Man merkt schon, dass hier unten deutlich mehr Material rumsteht. Auch mal geheilt und geupgradet werden, aber gucken wir erstmal hier weiter. Du läufst hier durch und sicherst den Ort und hier läufst hier entlang. Hier steht tatsächlich einer drin. Und hier schon mal an, ihn zu belagern. Bis da rein, ihr könntet alle noch mit der Bahn weg. Kümmert sich bitte um den. Ja, so aus, als ob es Flugzeuge machen müssten. Nicht daran, falls er wieder mit dem rausrückt. Strategisch, aber den bräuchten wir vielleicht zum Aufklären. Dann kommt noch mal so frontnah ran, wie es geht. Also ihr kommt da gleich noch weg. Da haben wir auch noch ein paar Kur, die im Zweifel wohin können. Aber wo will man denn jetzt eigentlich lang? Fangen wir erstmal bei dir an. Du willst in einen Ort. Ich glaube zwar nicht, dass der noch irgendwie durchkommt. Mit dem Chor einfach dahin gehen. Du machst einfach Ärger. Ja, du stehst darum. Dann nehmen wir mal die Spezialeinheit. Du rennst hier einfach vor. Der hat jetzt keine Versorgungsprobleme. Was, wir brauchen den hier noch irgendwie zum Angreifen oder so. Könntest da hinten hin. Jetzt rechts, so schnell vormarschiert, dass nicht mal der strategische Bomber noch hinterherkommt mit dem Aufklären. Jetzt, da könnten unsere Fuddies hin und da könnte er noch fliegen. Schau dir mal das an. Da wäre frei. Ja, dann wäre Charkiw wahrscheinlich ein gutes Ziel für die Fuddies. So, jetzt müssen wir das nur noch eben verbunden bekommen. Wo ist dieser italienische Panzer? Der hängt auch schon hinterher. Aber die Armee kann auch rennen. Wir müssen aber auch gleich sehen, Dnipropetrovsk noch einzunehmen. Möglichst schnell und den abzuschneiden. Ich glaube, die Garnison, wenn er die reduziert zurückkriegt, was soll's.
oder eine Armee in Minsk, die einfach sehr im Weg stünde. Aber so aus dem Nebenort kann man ruhig noch schauen, ob man den hier erstmal noch irgendwie gekesselt kriegt. Oder du läufst selbst und machst keinen Gewaltmarsch. Wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit. Und dann springst du einfach von hier ab nächstes Mal. Dann entweder nach Kursk oder Konotop im Norden. Hier irgendwo in den Süden. Und speziell hierhin, dass du hier viele hättest. Der hat gar keinen Gewaltmarsch vonnöten dieses Mal. So, du könntest auch schön vorrücken, aber wir müssen sehen, dass noch ein Kessel hinterher. Ja, und dann die Frage, kannst du da hinten hin? Oder du könntest da den Ort einnehmen und damit die italienische Einheit retten. Der Ort ist jetzt eigentlich nicht so ganz wichtig, aber ich finde es lustig von der Aktion her, hätte ich gesagt. Jagdflugzeug, aber das kann schauen, ob da jemand ist. Niemand. Und wäre es eigentlich schon wichtiger, diesen Ort zu sichern. Und der Fadi kommt halt hin. Ja, das wäre witzig geworden, aber halt nicht so entscheidend. So, Stufe 4, da kann jetzt nämlich die Spezialeinheit hier entlang chargen. Macht die da halt nicht mit. Aber dann haben wir hier unsere Landverbindung. Dann geht er direkt auch auf Stufe 5 hoch, auch ja, wenn das noch nicht ganz so viel nutzt, weil die Bahn ja hier hinten dezent blockiert ist, dank einer unschönen Aktion letztes Mal, wo ich es mir selber verbaut habe, dass jemand noch in den Ort rein kann. Gut, und was machen wir mit dir? Ich glaube, die Panzer haben ja genügend Angriffspower für die Garnison. Du könntest einfach hier ein bisschen rangehen. Den irgendwie belagert kriegen. Ich meine, seine Eisenbahn kappen wir. Könnten ja auch noch mal außen rum fahren. Aber gut, die Garnison. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier einen der annehmen, 1-1. Verschanzt und so ein Kram. Kommt da bitte mal drauf. Moral hat er ja auch noch ganz gut. Und besser. Dass du da reinfährst oder wollen wir, dass jemand anders durchfährt und Bahn, wobei man hat, wir haben ja drüben auch genügend andere Bahnsachen. Jetzt darfst du den Ort auch feierlich in Besitz nehmen. Und wir könnten natürlich mit dem jetzt auch schon hier drüben hinheizen. Kriegen wir hier die Landverbindung und hier auch die Versorgung und alles. Oder zumindest so eine Grundversorgung, sagen wir es mal so. Und der hat es abgeschnitten und dir könnt den. Okay, du könntest noch dahin. Ja, sonst mach du einmal, dass du belagerst, dann könnt ihr im Zweifel doch auch hier hin und im nächsten Zug. Weil das Chor kann noch daran. Was habe ich das eben übersehen? Na gut, ihr könnt den natürlich ruhig entschanzen. Bisschen demotivieren, solange es alles aus 0-0 ausgeht. Das ist ja in Ordnung. Hier kommt alle darüber. Dann geht es auch weiter. Jetzt mal eben sehen, was machen wir denn hier? Und halt schon da oben rein. Das wäre auch eigentlich ganz lustig, weil dann man da überall schon die Wege rum. Die Eisenbahn von ihm ist hier abgeschnitten, aber kann man eigentlich auch mal belagern. Nebenbei könnt ihr den rausräumen. Der ist jetzt auch. Hier könnt ihr den mit leichter Luftunterstützung rausräumen. Der Bericht müsste eigentlich auch Upgrades kriegen und nach vorne. Dann sind alle geflogen. Panzer dafür umdrehen lassen, als ob. Außer vielleicht den italienischen Panzer.
die auch noch mal ein bisschen NM rein. So, dann wäre das auch alles geklärt. Du kannst hier auch mal nach vorne. Du bewachst da und ja. Wir brauchen Upgrades und müssen dringend mal eine nach vorne. Der ist auch gar nicht versorgt und wohin sie nach vorne gehen, das hängt davon ab, wie jetzt die endgültige Position der Hauptquartiere wird. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir so hier noch vorwärts kommen. Also in den Ort im Zweifel nicht ganz abgeschnitten. Ein Sumpfgebiet wäre noch frei. Oder würde die Armee nicht raus entkommen können. Oder aber du fährst schon da rein. Was mir eigentlich auch. Ja, das gefällt mir eigentlich. Auch schon im nächsten Ort. Wir haben doch jetzt hoffentlich viele Felder getriggert, oder? Ich meine, aber eigentlich geht es bis hierhin noch. So, sonst wenn du hier reinläufst, dass sie alles versorgst, hier einen anderen, du gehst sonst auch mal auf automatisch, das wird hier eh jetzt wahrscheinlich alles durcheinander gewürfelt. Dann verschieben kommen wir noch nicht rein, du gehst dahin. Ja, der Panzer, der könnte ein bisschen hier rumfahren und hier mit Ärger machen. Armee. Der nervt ja schon ein bisschen. Was ist, wenn er doch hier irgendwie entlang? Gehst einfach mehr so aus Sicherheitsgründen mal da rein. Muss jetzt glaube ich nicht sein, aber einfach nur so sagen. Und dann könntest du noch hier unten Vollgas geben. Dass wir da an die Städte rankommen. Hier muss keiner aufpassen, dann kannst du auch schon mal ein bisschen vorlaufen. So, und was noch fliegen kann, Flugzeugen jetzt noch gerne näher ran. Hast den Eindruck, der müsste der Flugzeuge halber da bleiben. Oder damit die, die hier sind, noch ganz gut versorgt sind und alles. Ansonsten auch. Dann kannst du eigentlich auch da. Und dann kannst du für den Fadi nächstes Mal aufklären. Der strategische Bomber kommt ja nach einem Flug jetzt auch nicht so übermäßig weit. Machen wir mit dir. Du gehst erstmal zurück, wirst geheilt und bist dann ja auf einer Eisenbahn und alles. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Unterstützungseinheiten. Ja, einen für die Frontbreite, der kann dann auch da rumlaufen. Noch einen hier, dass ihr das mal belagert kriegt. Ja gut, die hier würden sich natürlich auch irgendwie über jede Einheit freuen, aber das ist einfach nicht so relevant. Ich denke, es ist hier einfach, finde ich, total durchzustoßen und alles zu überrennen. Die Sohn stehen noch, dann schauen wir mal nach Afrika. Wo seine ganzen Flugzeugträger da sind. Also wie war das? Okay, ein deutsches U-Boot. Auch mal nutzen, dass man den da einsetzen kann. Und die italienische Luftabwehr. Hier in irgendeinen schönen Hafen reinkommt. Also wir könnten da ein bisschen austeilen. Hat auch unschön, wie viel Panzerabwehrkanonen er hat. Da mag man jetzt gar nicht so viel gegen machen. Und nächste Frage, auf wen gehen wir? Der Ort bietet keine Versorgung. Er hat hier 6 in der ganzen Linie, dann 7. Hier irgendwo stehen die Hauptquartiere oder 1, da kommen wir gerade nicht ran. Und ich glaube, das muss jetzt auch nicht großartig aufgeklärt werden, die stehen da. Deswegen können wir dich wohl einfach wieder fit machen. Ja, mit dem Geld ist noch eine Sache. Man muss doch das eine oder andere kaufen, deswegen mache ich den Bomber jetzt auch nicht zwangsläufig fit. Artillerie hätte gerade nur diese Einheit als Ziel.
Wenn wir sie einmal tauschen, wäre auch das Chor in Feuerreichweite. Aber das Tauschen ist insofern kompliziert, weil ja eigentlich der Panzer geheilt werden soll, der jetzt dasteht. Dass wir immer schön einen fitten Panzer haben. Wann haben wir über den... Gut, deutsche Luftabwehr, das dauert noch, weil die spät geforscht wurden. Italiener haben es zumindest bald. Oder versuchen wir mal wirklich eine Pack rauszunehmen, damit für unsere Panzer das Leben etwas angenehmer wird. Ist insofern entspannt, weil da kommt die Artillerie eh nicht ran. Da muss man sich jetzt nicht noch Gedanken machen, wie man da den Weg freischaufelt. Dann, wenn die Italiener da draufhauen, dann kann der Panzer vielleicht da anfahren und schauen, ob wir was anstellen können. Oder doch da oben mit der Artillerie. Na gut, ihr haut mal auf die Pack. Naja, ihr habt sie immerhin geschwächt. Wir könnten halt auch mit den Panzern schauen, wie weit wir gegen den vorgehen können. Dann ist die Pack da unten zumindest schwächer. Wird jetzt wahrscheinlich immer noch ganz gut auf den Panzer austeilen. Ah, 2 zu 1 ist jetzt auch nicht so das überragende Ergebnis. Und da wird es jetzt auch nicht so viel besser werden, sonst werde ich mal wieder in Form. Dann haben wir demnächst zwei einsatzbereite Einheiten. Breite Panzer heilen. Natürlich ist der Weg zu unserer Artillerie jetzt offen. Könnte ungesund sein. 5er Armee davor schieben heißt ziemlich sicher, dass die 5er Armee drauf geht. Oder wir schieben den davor. Hat hier bisher auch nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt. Ich mache mir auf jeden Fall fit. So, und dann schauen wir mal. Damit die italienischen Schiffe eingreifen können, brauchen wir alles, was größer aussieht, aus einer vernünftigen Stufe. Aber das sieht schon gut aus. Ich glaube, die Schlachtschiffe sind schon... Ja, die sind alle topfit. Hier und da ein kleineres Schiff. Auch mal eben ein zum Aufklären für die Flagge im nächsten Zug, dass die schon mal den Weg findet. Hier noch schwere Kreuzer, die wir uns holen könnten. Da noch einen schweren Kreuzer. Da ein Zerstörer. Dann sind, denke ich mal, die schweren Kreuzer noch ein bisschen wichtiger. Gut, dann hätten wir die meisten italienischen Schiffe. Dann macht euch bereit, demnächst auszulaufen und zu gucken, ob ihr was gegen die Flugzeugträger übernehmen könnt. Und der Marinebomber könnte zwar auch vor Dänemark ein U-Boot jagen, könnte aber auch hier mit runterkommen. Die Armee kann sonst hier auch noch zur Seite. Kann der Marinebomber noch dahin? Sonst würde ich sagen, macht sich unser Flieger bereit aufs zum Eskortieren. Wenn der Marinebomber dann hier einfach mal ein bisschen reinhaut. Okay, er hat die Marinewaffen, ich wollte nachsehen. Langstrecken könnte er noch, aber der hat ja genügend Reichweite. Könnt ihr so mal ein bisschen Stress machen da. Ja, und was hier gesund ist an Schiffen. Damit sich, wobei es ist natürlich gesünder, wenn hier billigere Schiffe noch mal kurz gucken, ob der Weg wirklich frei ist. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie genau da einer steht auf dem Weg. Nein, gut, du sollst die Flak vor allem decken. Du kannst auch dahin. Auch dahin. Da noch ein bisschen reinfahren. Geht schon ganz gut. Die wurden geheilt. Kommt dann demnächst. Dann dürft ihr ausrücken. Und mal sehen, wie schnell sie sinken. Haben wir sonst noch so auf den Weltmeeren dieses U-Boot? Na komm, ja. Wie ihr hofft, es sind kaum Zerstörer da. Die sind wohl sehr viele da unten. Neun U-Boot lässt sich noch nichts machen und du schaust
Ja, das ist tatsächlich einer. Die Handelsroute an. Aber wir haben ja gerade auch keinen Zerstörer und ich habe jetzt nicht so viel Geld, Schiffe zu bauen oder sowas. Tja, dann, was machen wir mit den letzten Punkten? Da den Bomber upgraden, da. Hier unten sind ja, glaube ich, alle geflogen. Und du könntest eigentlich auch noch weiter. Ja, ihr haltet schon noch bald eure Upgrades, aber im Moment ist einfach immer weiter, immer schneller vormarschieren. Mit eben so viel Speed wie möglich. Ich könnte diskutieren, es wird mal Zeit, den letzten Mechanisierten zu holen. Was haben wir auf der Liste? Eine Artillerie, eine Garnison. Sonst der Kleinkram. Oder noch mehr Hauptquartiere. Es ist an manchen Stellen hier schon eng. Sehr eng, sonst holen wir uns hier noch einen HQ. Und haben hier auch kein Geld mehr. Und das heißt, ihr macht das weiter, ihr und da. Die stehen weiter hier drüben. Hier ist natürlich auch eine Garnison, die man dann auch notfalls verlegen kann, wenn das hier irgendwann überhand nimmt mit den ganzen Feldern. Der hätte wahrscheinlich drauf gehen, aber gut, dafür konnte die italienische Fadi hier hin und der Panzer ist dann ja mit Gewaltmarsch hinterhergekommen. Könnt ihr wunderbar diese ganze Gegend bedrohen. Ja, und du bleibst noch hier, um die irgendwie mit zu versorgen. Und wenn es alles nach Plan läuft, kannst du ja im nächsten Zug per Bahn dann vielleicht hier hinten hin, wenn wir da Orte kriegen. Statistisch. Wir haben schon 30 Landeinheiten, die Sowjets. Ein paar sehen wir hier. Ich könnte mir vorstellen, dass hier bei diesen Befestigungen noch ein paar stehen. Und vielleicht hier auch noch. Da ist halt so die massiven Befestigungen. Und wenn die da was aufbauen, aber hier nicht so viel ist, ist das ja noch ein Grund, hier rumzugehen. Da das ganze Land einzusacken. Was sagt so MPP? Ja, hat gerade 240. Wir haben 450. 1300, so plus minus gegen 700. Ja, 800 und ein bisschen. Also schon ein dezenter Vorteil für die Alliierten. Und die USA, ja, auch erst bei 57%, da kommt noch ein bisschen was rum. Aber so die Bergwerke und Städte, die wir hier erobern, da kommen ja auch noch so einige MPP bei rum. Also ja, kann man, denke ich, noch alles ganz entspannt sehen. Und gerade hier im Gruppe von HG Süd geht es ja mit am besten voran. Weil ich die größten Befürchtungen habe, noch mit ist Afrika mit seinen ganzen Flugzeugträgern. Wann hattet ihr die Luftabwehr demnächst? Und die zweite Flak. Dann kann man hier etwas gesünder sich aufbauen, hoffe ich. Ja, solange die Panzer dem ist alles in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, können wir den Zug beenden. Endlich melden sich die Finnen mal. 19%, das könnte sogar reichen. Wenn wir jetzt noch die Gegend da oben erreichen, meine ich. Irgendwie so war das. So, Infanteriewaffen für Italien fertig. Die können sie auch gut gebrauchen. Und Luftabwehr 1 wird auch schon fertig. Sehr schön, dann können wir die Flak upgraden. Wir könnten halt aus Sicherheitsgründen, soll man die Schiffe upgraden? Aber er hat auch ein paar Großkampfschiffe, gegen die hilft Luftabwehr dann nicht. Schauen wir mal. Und Industrie 3, also schöne Forschungsrunde für Italien. Hier aber noch was abbezahlen. Ja. Gut, dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Medoberg mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.